Eine anstrengende Anreise. 3,5 Stunden mit dem Auto und der Fähre bis nach Bergen zum Flughafen. Ein paar Stunden in dem Auto schlafen, Check-in und schließlich ein 3-Stunden-Flug über Dänemark, Absurdistan, Österreich, Slowenien und schließlich Kroatien. Belohnt wurden ich und meine Tochter für die Strapazen mit wunderschönen Ausblicken auf die Alpen und Inseln in der Adria. Schon kurz nach der Landung stellte sich heraus, dass Kroatien zwar theoretisch zu Europa zählt, aber in der Realität dann doch typische Balkan-Vorurteile bestätigt. Über die Mietwagenabzocke, die dort Standardprogramm ist, gibt es noch ein gesondertes Video. Raus aus dem Großraum Split und Richtung Süden und da wird auch schon wieder die Hand aufgehalten. Maut kann durchaus ein fairer Deal sein, wie zum Beispiel in Norwegen. Doch bin ich sicher, dass diese Autobahn hier in Kroatien schon von EU-Steuergeldern bezahlt wurde und diese Gebühr hier also mehr eine Art Dauerwegelagerei darstellt. Und weiter geht es in dem Land, in dem sich Winnetou und Old Shatterhand das Ja-Wort gaben. Das war meine erste Reise nach Ex-Jugoslawien und ich war von der Landschaft wirklich sehr beeindruckt. Aus den Träumen erwacht und in einer wirklich traumhaften Umgebung gelandet. Der vermeintliche See vor dem Haus schien eine Menge Fische zu enthalten. Wir gingen aber erstmal ans Meer. Das kristallklare Wasser lud selbst Mitte Oktober noch zum Bade ein, doch ich wollte erstmal herausfinden, was da sonst noch drin schwimmt. Halt, stopp! Bevor du jetzt deine Angel schwingst und Kroatien womöglich noch um wertvolle Fische beraubst, musst du natürlich noch einen Obolus entrichten. Auch dazu gibt es sicherlich noch ein Video. Da irgendwas habe ich da dran, oder? Oder ein Blatt oder so. Direkt ins Zahn geworfen, siehst du, deswegen arbeitet er auch nicht. Man kommt hier nicht durch das verdammte Seegras durch. Oh, schöner Hornecht. Und wieder Seegras, auch auf die Oberfläche, auch auf den Köder mit nur einem Drilling. Ich suche hier nicht nach dem Schatz im Silbersee, den es auch in Kroatien gibt, sondern ich befinde mich an der Bačina Seenplatte, die sich in der Nähe von Ploče befindet. Viele endemische Fischarten sollen sich hier aufhalten, einige Buntbarsche konnte ich sehen, aber angeln wollte ich dann doch lieber am Meer. Hier, nahe des Hafens von Ploče, hätte ich eine günstigere Wohnung bekommen können, aber wer möchte schon in einem Problemviertel Urlaub machen? Überall hört man und liest man, in Kroatien könne man nur morgens Fische fangen. Das habe ich mir genau 2-mal angetan, ohne einen einzigen Biss. Wie gesagt, es ist der erste Besuch von mir in Kroatien. Ich hatte keine Vorkenntnisse über die Region und musste mich so erstmal auf die Spotsuche machen. Hier wurde offensichtlich geangelt. Jede Menge Futterfische im Hafen, ein gutes Zeichen. Moment mal, da war doch was.
Mai-Mais bzw. Goldmakrelen wären drin gewesen. Brauchst du einen Gaffer oder kannst du ihn rausheben? Ja, ja, okay. Das haben wir noch nie gesehen bei dir. Oh, jawohl! Ja, nach drei Tagen ohne Biss, da freut man sich auch über einen Durchschnittsbarracuda. Ja, nee, das sieht ein bisschen schnell aus. Hey! Können wir heute Abend essen? Warum ist der Raubfischer auf Abwägen? Mit Brot soll es auf Dorade gehen. Goldfresse hier an diesem schönen vermeintlichen Goldfischteich. Das ist aber tatsächlich eine Brackwasserlagune. Und Luna versucht es mit Kunstköder. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr anfüttern. Ja, was als gemütliches und entspanntes Fischen auf Doraden gedacht war, entpuppte sich als nervige und vor allem brotlose Kunst. Fische waren da, nur beißen wollten sie nicht, zumindest nicht auf Brot- und Kunstköder. Auf Brot, wunderhübsch oder wunderhässlich, wie man es nennt. Sieht ein bisschen giftig aus, muss ich sagen. Ja, dann lass mal wieder schwimmen, Luna. Das Neretva-Delta ist extrem fruchtbar. Bauern aus der Umgebung verkaufen ihr Obst und Gemüse direkt an der Straße. Es riecht und schmeckt noch so, wie es sollte. Anders als der Industriefraß aus dem Discounter. Zudem ist es meist auch billiger. In der Farbe rot-gelb, oder? Hängst du eigentlich manchmal mit Needlestick was in Norwegen oder benutzt du den dort? Auf das Ding hatte ich eine 50 cm Meerforelle. Habe ich auch zu wenig probiert. Abends ging es direkt an die Hauptmündung des Neretva-Flusses. Flussmündungen triggern vor allem Bluefisch, Lierfisch und Wolfsbarsche als Raubfische. Nachdem ich in Kroatien alle möglichen Köder ausprobiert hatte, fischte ich doch dann lieber mit meinem Needlestick, der mir eben auch den Barracuda gebracht hatte. Ah, und ab ist er. Ah, und ab ist er. Bluefisch. Genau die Größe, die ich wollte. Am letzten Tag ging es nochmal zu dem schönen Spot auf der vorgelagerten Halbinsel. Ah, so kleiner Emmerjack auf diesem Stick. Ist natürlich hinüber, weil der sich so verhackt. Wobei ich nicht weiß, ob alle Löcher wirklich von meinem Haken sind oder ob der vielleicht doch ein anderer Fisch nochmal nachgefasst hat. Ja, Emmerjack Miniatur, vielleicht 35, wenn man böse will. Auch auf Niedelstück. Ja! Nichts Großes! Barracuda! Und Barracuda again. Nicht die größten 60er, 65er, 70er. Aber naja, Niedelstick halt. Guter Mittelmeer-Barracuda, denke ich, die Größe. Ja, ich bin trotzdem happy, weil die ersten Tage gingen überhaupt gar nichts und jetzt
hätte ich eigentlich den Köder von Anfang an einsetzen müssen. Ich habe zu viel anderen Krempel gefischt. Yeah! Aber wir sind die Nidelstick gerade sicher, dann werden sie mal klar. Da Carlos, der uns mit Kamera, Angel- und Kochkünsten begleitete, bisher noch gar nichts gefangen hatte, lieh ich ihm einen blauen Nidelstick. Willst du heben oder willst du kaufen? Und hopp. Ja, dein erster Fang. Da freut er sich. Auf Nidelstick Bleu, der nächste. Das ist ein 75er. Total. Auch sehr schön. Kann ich einmal kurz halten? Oh. Supi! Okay. Ja, der nächste. Ui. Der könnte sogar was besser sein. Der könnte sogar was besser sein. Ja, ja. Nee, hängt bloß schlechter, oder? Doch, irgendwo da. Ui. Versuchen zu heben, wenn nicht, ist nicht schlimm. Versuchen zu heben, wenn nicht, ist nicht schlimm. Hey, das ist besser, oder? Ja, das ist schon ein 80er. Auf Kamera? Nee, haben wir nicht. Meine Hände sind gerade so eingesaugt, ich kann nicht filmen. Ich versuche. Oh, ja, ja, ja. 90er oder Meter? Ja. Halleluja. Meister Needlestick? Hui, gibt's zum Abschluss noch einen schönen gibt's zum Abschluss noch einen schönen Barracuda? Das heißt Abschluss, geht aber weiter. Hier noch einen kleinen, dann einen großen. Emmerjack ist halt ein Tageslichtfisch. Das wird jetzt sehr unwahrscheinlich, dass wir noch einen Emmerjack erwischen. Mit Einbruch der Dunkelheit kann man an solchen Spots nur noch in Anführungszeichen mit Barracuda, Bluefish und Bonito rechnen. Emmerjacks und Mai Mai bevorzugen mehr offenes Wasser und Tageslicht. Hoppala. Wer hätte das gedacht? Zum Abschluss gab es in Kroatien nochmal ein regelrechtes Barracuda-Massaker. Die kämpfen hier richtig gut, finde ich. Sowas erlebt man selbst auf den Kanaren ja, nur noch selten. Schön. Dabei hat mich einige erfahrene Kroatien-Angler schon während des Kurzurlaubs kontaktiert, um mich in meinen Fangerwartungen etwas zu beschwichtigen. Nach deren Aussage kann man hier in Kroatien wohl auch eine Woche lang ohne jeden Fang bleiben. Und das trotz täglich stundenlangen Werfens. Auch wenn ich mir noch andere Fischarten erwartet hätte, so gesehen bin ich wohl recht gut davongekommen. Das sind übrigens Bilder von meinem Guiding-Gast Julius, der aber jahrelange Kroatien-Erfahrung hat und diese Fische einige hundert Kilometer südlich fing. Ich glaube, das geht so. Und 80er könnte das sein, ne? Ich will gerade ein paar Vorfahrer besser checken. Besonders nach Barracuda und Bluefischfängen sollte man immer wieder das Vorfach nach Zahnspuren bzw. Beschädigungen checken. Oh, hab einen. Schon wieder einen? Ja. Aber der ist nicht so groß. Soll ich den wieder freilassen, oder? Muss ich beherzen. Oh. Okay. Drei Barracuda haben wir behalten, der Rest ging wieder zurück. Auf Kalmar haben wir es auch an zwei Abenden versucht, allerdings erfolglos. Hopp, ja. Fisch on. Ja, da war der Kurzurlaub in Kroatien schon wieder um und da ist es doch mal Zeit, ein kleines Fazit zu ziehen. Was halte ich von Kroatien? Wie hat es mir da gefallen? Zunächst einmal möchte ich sagen, ich bin gesundheitlich nicht unter den besten Umständen hingefahren. Ich hatte die Nacht vor dem Abflug noch Fieber gehabt
und dementsprechend auch während des Urlaubs noch ein paar Probleme. Deswegen habe ich nicht so oft angeln können, wie ich eigentlich wollte. Aber dennoch bin ich eigentlich ganz zufrieden. Zumindest habe ich so gefangen, dass man es auch eben vorzeigen kann, wie ihr gesehen habt. Auch das Meer im Allgemeinen war sehr toll. Also es lud regelrecht zum Bade ein, auch noch Mitte Oktober. Es sollte 20 Grad offiziell haben, aber es fühlte sich nach wesentlich mehr an, zumindest in den flachen Buchten. Der Salzgehalt ist spürbar mehr, spürbar höher als im Atlantik. Das heißt, man schwimmt da wie eine Luftmatratze, also braucht auch keine. Pflanzenbewuchs war relativ wenig da, besonders je weiter man halt zur eigentlichen Küste kommt, in den vorgelagerten Inseln. Da sah man so hier und da so ein bisschen Pflanzen was darauf hindeutet, dass es eben auch sehr wenig Nahrung da gibt, was mich gewundert hat. Vielleicht hat das auch mit dem hohen Salzgehalt zu tun. Das Klima, also auch die Außentemperaturen, sind so bei 25 Grad tagsüber volle Sonne. Und abends, würde ich so sagen, geht es auf vielleicht 20 Grad runter, vielleicht 18 Grad. Aber ich fand es halt extrem angenehm und es hat mich gewundert, dass Tourismus wohl eher nur im Sommer stattfindet, was ich mir da ehrlich gesagt extrem brüllend heiß vorstelle. Habe ich auch von einer Anwohnerin gehört, einer Deutschen, die da schon seit einigen Jahren wohnt. Daher bin ich auch da gelandet. Da ich mich gar nicht auskannte in Kroatien, wollte ich zumindest irgendeine Kontaktperson haben, die mir notfalls dann eben dort weiterhelfen kann. Mit Angeln hatte sie allerdings nichts zu tun. Das heißt, dahingehend war ich auf mich allein gestellt. Wie gesagt, die Landschaft dort ist traumhaft schön. Es gibt in der Nähe von Split auch ziemlich viele Festungen, die man besuchen kann, wenn man eben touristisch unterwegs ist. Ansonsten einfach die Natur genießen. Die Bäume bis direkt ans Meer, das kannte ich eben von den Kanaren auch noch nicht. Wunderschön, erholsam, man findet Schattenplätze tagsüber. Die Badestrände sind zu dieser Jahreszeit nicht überfüllt. Überhaupt eben, wie schon gesagt, ist das Baden sehr angenehm. Jetzt kommen wir zu der negativen Seite von Kroatien. Wie ich es auch schon beschrieben habe, es wird fast überall die Hand aufgehalten und zwar nicht zu knapp. Nicht nur die Hand aufgehalten, sondern es wird auch abgezockt. Das fing im Prinzip schon mit dem Mietwagen an. Darüber werde ich noch ein gesondertes Video machen. Da haben sie so eine richtige Masche, die ist da Standardprogramm. Und das hörte schließlich beim Abflug auf, wo wir für Bordgepäck, mit dem wir von Norwegen noch problemlos nach Kroatien geflogen sind, 75 Euro auf dem Rückflug zahlen mussten. Die Mautabzocke habe ich ja auch im Video angesprochen. Dazu muss man wissen, dass es im Prinzip die einzige Schnellstraße dieser Autobahn ist, die den Norden von Kroatien mit dem Süden verbindet und eben auch die Transportbahn, auf der die ganzen Touristen fließen. Keine schöne Masche. Als nächstes der Angelschein. Knapp 40 Euro sind für eine Woche fällig und das kann kein normaler Gelegenheitsspinnfischer oder auch andere Angler in tatsächlichen Fisch umsetzen in Kroatien. Da braucht man wirklich schon Know-how, aber man muss auch sagen, beziehungsweise mir hat man gesagt, im Herbst wird nicht viel kontrolliert, daher habe ich mir alibimäßig einen Dreitagesschein geholt. Manche sagen, du brauchst gar keinen Angelschein da, also es wird nicht kontrolliert, aber im Sommer, habe ich auch schon gehört, wird wohl kontrolliert. Also es wird auch da extrem die Hand aufgehalten. Die Preise sind in Kroatien sehr hoch. Unglaublich, hätte ich nicht erwartet. 3,60 Euro für ein Eis an der Tanke, 250 Gramm der besseren Sorte Kaffee im Supermarkt für 6 Euro. Das ist irgendwie schon fast Norwegen, würde ich sagen. Ich weiß ja nicht, wie viel die Leute da verdienen. Vielleicht müssen sie deshalb abzocken, damit sie eben Geld haben, sich solche Preise leisten zu können. Die Mentalität der einheimischen Bevölkerung ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort Gastfreundschaft auf Kroatisch gibt. Vielleicht kann mir da einer weiterhelfen. Jedenfalls habe ich mich dort nicht willkommen gefühlt. So Standardfloskeln wie guten Tag, wenn ein anderer an den Strand kommt und an einem vorbeigeht, oder beziehungsweise ein Hola oder ein Hallo oder was auch immer, hört man da eigentlich gar nicht, auch untereinander nicht. Wenn man versucht, mit Anglern ins Gespräch zu kommen, ist es meist ziemlich abweisend. Noch nicht mal irgendwie ein neugieriges Interesse. Man muss ja nicht die Geheimtipps an den Neuling da und an den Touristen verraten, aber irgendwie so ein neugieriges Gespräch nicht zu machen. Obwohl die meisten Englisch sprechen. Auch die Vermietung lief etwas merkwürdig. Ich habe also über Airbnb gebucht, war auch recht günstig. Und an der Wohnung, an dem Apartment gab es überhaupt nichts auszusetzen. Wunderschöne Lage, ganz toll. Man hätte vielleicht noch erwähnen können, dass direkt eine Straße gegenüber ist, die ein bisschen laut ist, aber gut, da kann man drüber wegsehen. Aber der Ablauf des Ganzen, also über Airbnb ging es dann an eine andere Agentur, die hieß Nova Sol, und Nova Sol hat dann Kontakt hergestellt mit der eigentlichen Hausbesitzerin und Vermieterin. Da haben wir dann nur eine Telefonnummer gekriegt, wo wir anrufen sollten, um den Schlüssel abzusprechen. Das habe ich dann auch per WhatsApp gemacht und wir kamen an und der Schlüssel war nicht an der abgesprochenen Stelle.
kleine Unzulänglichkeit. Man ruft dann da an, wird dann blockiert. Und ein paar Minuten später kriegt man dann eine Nachfrage, was ist, sind Sie schon da? Ja, da fragt man natürlich, wo der Schlüssel ist. Dann bekam ich wortlos einfach nur eine WhatsApp mit einem Foto zugeschickt, wo dann drauf zu sehen war, wo der Schlüssel war. Okay, das ging dann weiter. WLAN-Passwort nirgendwo aufzutreiben. Meistens steht es ja hinten auf dem Router drauf oder eben vielleicht sonst wo notiert in irgendwelchen Papieren, die im Haus rumliegen. Nö. Hingeschrieben, falsches WLAN-Passwort bekommen, nochmal hingeschrieben, warten. Irgendwann kam das richtige WLAN-Passwort. Kein Willkommen und auch bei der Abreise. Es wurde nicht abgesprochen, wo wir dann den Schlüssel hin tun sollten. Noch irgendwie gute Reise oder wie hat es euch gefallen oder sonst irgendwas. Mir schien es so, als wenn das die Standardmentalität auf dem Balkan im wahrsten Sinne des Wortes ist. Dennoch kann ich Kroatien eben wirklich wegen der Landschaft und dem Klima und dem Meer wirklich sehr empfehlen. Ich würde das nächste Mal, falls ich nochmal nach Kroatien sollte, aber tatsächlich selber auf dem Landweg reisen, damit ich mir die Abzocke mit dem Mietwagen und dieses unverschämte Personal am Flughafen nicht antun muss. Das kann ich euch auch empfehlen. Bis dann. Tschüss.